Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute mal wieder als Battle Royale und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, weil die Musik stört mich mal wieder. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Sachen auszupacken, ein bisschen zu optimieren. Wir werden natürlich auf diese Art und Weise nicht wirklich schnell vorankommen, wenn wir es einmal die Woche machen, aber es kostet schon enorm viel Zeit, so eine Folge zu machen und deswegen geht das, glaube ich, auch nicht anders. Sonst würde ich ja gar nichts mehr bringen. Okay. Die Spieler finden sich auf jeden Fall ein bisschen langsamer zusammen. Ich bin Rang 3, habe aber leider keine Skillpakete mehr, wa? Nee. Schade, ich hätte schwören können, wir hätten vielleicht sind bekommen. Sie der nächste Aufseher. Da ist schon Seltsameres passiert. So, ich würde einfach mal gerne ein bisschen abgelegen hier bei Bergflusshütten starten. Vielleicht eher so da, weil da. Es könnte sein, dass da welche spawnen. Da will ich so ein bisschen in Sicherheit sein, dass ich wenigstens eine Waffe kriege. Ja. Oh ja. Das nächste Mal, ich hätte lieber hier mittig gehen sollen. Hier ist eigentlich eine recht ruhige Stelle, um zu spawnen. Jetzt, egal in welche Richtung ich jetzt laufe, ich müsste eigentlich Richtung Süden laufen, um zu vermeiden, dass ich auf Gruppen treffe. Denn das ist das Wichtigste am Anfang, vermeiden, auf Gruppen zu treffen. Ich habe es schon mal bewiesen, dass ich gegen Gruppen klarkommen kann, wenn die Situation es erlaubt und ich die richtigen Mittel dazu habe. Aber das geht natürlich von Anfang an nicht. Wir gucken erstmal. Ich muss sagen, bisher hat mir der südliche Spawn auf der Straße am meisten gefallen, weil da war auch eine Powerrüstung einmal gestanden. Ich glaube, das habe ich aber nicht mehr aufgenommen. Beziehungsweise nicht dazu getan, weil ich da sofort verreckt bin mit der Powerrüstung. Und ich glaube, eine Powerrüstung ist ja eh nicht so dolle. Ich komme mir vor mit der Powerrüstung in Battle Royale, als wäre ich langsamer. Ja gut, aber direkt eine Lootkiste, perfekt. Wenn jetzt noch eine Waffe drin ist für mich, die passt. Muskelstraffungsserum. Oh. Und ein automatisches Lasergewehr. Naja, ach Gott. Fehlt ein Skill zum Aufknacken. Okay, wir sollten auf jeden Fall Richtung Süden laufen, wenn wir überleben wollen. Denn da in der Stadt sind auf jeden Fall welche gespawnt. Ich hätte auf jeden Fall gerne eine hübsche Waffe. Eine hübschere Waffe als diese hier. Ja, Visier ist natürlich toll. Aber es hilft mir halt nicht weiter. Weil ich komme mit solchen Waffen nicht so wirklich gut klar. Ich brauche Einschüsser. Manuelle, keine automatischen. War da gerade irgendwas? Oh, Watz-Modus! Existiert. Ich dachte, der würde nicht. Den hätten sie rausgenommen. Oder haben sie den jetzt wieder reingepatcht? Vielleicht versuchsweise mal mit. Weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ach, da ist wieder so ein Turm. Da gehe ich mir diesmal aber nicht hin. Das war mir doch ein bisschen zu risky. Das eine Mal. Muss auf jeden Fall aufpassen, dass mir keiner folgt. Und ich muss, noch ein Stück weiter. Aber egal, wir haben hoffentlich noch Zeit. Ich habe eine Werkbank gesehen, die bringt mir aber nichts. Kampfscharfschützengewehr. Okay, jetzt geht's los, Freunde. Woo. Jetzt habe ich da ein bisschen was zum Spielen. Gut, wir müssen mehr in die Richtung, ne? Wir müssen über den Fluss auch noch. Das ist ein langer Weg. Das ist nicht gut. Ich bezweifle, dass da oben jemand rumhängt. Gerade auch bei dieser Mangel an Zeit, die wir haben. Was kriegen wir hier? Jagdgewehr. Ich glaube, das war sogar besser, aber hatte. Oh Gott, ich darf hier nicht rumhocken. Hier so. Hier ist gut. Ich glaube, die war besser sogar. 182, 103, Feuerrate 40 und Feuerrate 4. Ich bleibe mal bei der hohen Feuerrate. Ich glaube, das ist besser. Bisher habe ich auf die niedrige Feuerrate gesetzt. Aha. Jawohl. Erster Spieler tot. Vortrefflich. Jeder Kampf erweitert mein Verständnis des menschlichen Verhaltens. Junge, das war schon close. Nur mal sicher gehen und die töten.
Ich war zu nervös gerade. Ausgezeichnet. Ich hätte warten sollen. Ein unscheinbarer Kandidat nimmt ein passendes Ende. Armbrustjacke, wir haben Zielfernrohr. Krockner. Holzrüstung. Stimpak. Jetzt habe ich noch eine Waffe mitgenommen. Shit. Wo ist er gestorben? Ja, zumindest hat er ein Stim dabei gehabt. Stim, Overdrive, Psycho. Kampf. Wieso ist da so ein Ding dran? Oh Gott, ich muss irgendwas wegwerfen. Und dann laufen. Ach du Scheiße, ich bin weit weg. Aber egal, ich habe 2 Kills gemacht. Ich freue mich. Okay, komm. Keine Pausen. Einfach laufen. Noch 1, 2 Stims reinziehen. Sind zwar abgelaufen, aber egal. Was bist du? Mutanten und Scheiße. Den muss ich ausweichen. Ist das der Fluss? Das ist der Fluss, okay, alles klar. Die 2 Leute gucken mir zu. Ich glaube, meine Cam hat wieder so ein bisschen, ne? Ja. Alles klar. Wir sind da. Okay, nichts überstürzen. Wie ein Arschloch spielen. Und dann kriegen wir das hin. Die sollen mir nicht zugucken. Ah ne, ich habe 2 Tote. Die gucken mir nicht zu. Sonst wären da Augen keine Totenköpfe. Okay, okay. Ich mag das nicht, wenn man mir zuguckt. Da bin ich immer so aufgeregt. Wir sind in Sicherheit, alles klar. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Okay, abgeschnitten werden wir nicht, wenn wir hier langlaufen. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Es könnten noch einige über den Fluss kommen, die wir uns dann schnappen könnten. Ja, das... Oh. Scheiße. Oh Gott, ich bin halt tot. Ich laufe mal ein Stück. Ich habe keine Ausdauer mehr. Fuck. Was mache ich jetzt? Überlegen. Fluchtweg nach oben ausgeschlossen. Ich muss in die Richtung. Ich hoffe, dass sie mir nicht hinterherkommen. Das ist ein Dreierteam. Ich kann dich nur wie ein Arschloch ausschalten. Scheiße. Ich hoffe wirklich, dass die mir nicht folgen. Aber meine Reichweite hat auf jeden Fall nicht gepasst. Oh, Mutantenhund. Oh, ich komme hier hoch. Ja. Okay. Kurz hören. Da wird auf jeden Fall geschossen. Vielleicht kann ich da 1 oder 2 abgreifen. Oh. Scheiße. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Naja. Wir haben auf jeden Fall ein Skill-Paket. Deine Nahkampfwaffen wiegen 60% weniger und du kannst sie... Ah, super. Schneller schwingen. So. Ich muss sagen, hier hat es mir am besten gefallen bisher. Da bin ich recht mittig, komme überall hin und auf der Straße liegt echt gut Zeug. Aber ich würde sagen, ich spawne hier und laufe nach links. Das ist eine gute Idee. Ekelhaft. Okay, ja, Ich muss eigentlich Richtung McClintock, falls ich da in die Richtung kann. Wenn ich richtig bin, laufe ich dahin, wenn ich im Bereich bin. Ansonsten muss ich Waffe suchen, mich verstecken und dann aufs Beste hoffen. Und die Kampfflinte, Scharfschützengewehr,
Ja, ist schon cool, dass man so oft hintereinander schießen kann, aber ich glaube, ich tendiere doch lieber auf weniger Schussfrequenz, dafür mehr Schaden. Weil ich kann einmal schießen, ich verstecke mich und die wissen noch nicht, wo ich bin. Wenn ich aber öfter schieße, sehen die mich. Das ist, glaube ich, die Problematik an der ganzen Geschichte. Hinterhältig spielen. Ich bin ja noch im Training, Freunde. Ich sag euch, ab der 50. Runde, ab der 50. Folge, da bin ich ein Assassine. Da laufe ich hier durch die Gegend und mach und alle fallen um. Okay. Die Straße. Sehe ich schon den Bereich? Oh, ich muss in den Bereich. Scheiße. Ah, gut. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Falls mir nicht gleich jemand entgegenkommt. Hier müsste eigentlich schon eine Kiste liegen. Ich bin aufgeschmissen. Oh. Nukleare Startcodes. Laserscharfschützengewehr. Ja, gut. Kann ich mit leben. Und jetzt laufen wir einfach in die Richtung. Vielleicht abseits der Straße am besten. Mal sehen. Ja, mehr klingt noch. Oh, das wäre so schön da hinten. Muss echt aufpassen. Hier liegt aber auch gar nichts, ey. Ja, komm. Gönnt mir doch was. Ich lebe echt gefährlich. Ich laufe auch auf einer Straße rum. Kann ich gleich mit der Zielscheibe durch die Gegend laufen. Oh, ich habe diese Runde richtig Pech. Hier ist auch nichts. Ein Beil. Ja, komm, das nehmen wir mal mit. Einfach damit die sich ärgern, wenn sie mich töten und nichts kriegen. Als Beil. Alles klar. Ab in die Büsche. Wir können es ja noch schaffen. Auch mit dem Laserscharfschützengewehr ist es denkbar möglich. So, jetzt können sie aber von allen Richtungen kommen. Wo bin ich? Ich suche gerade ein geeignetes Versteck für mich. Was ist das da? Kanawa? Östlicher Ausguck? Okay. Ich bin hier übelst die Zielscheibe. Oh, ist doch kein Scharfschützengewehr. Ich muss voll nah ran mit der Waffe. Das gefällt mir nicht. Ich kann nur wie ein Arschloch spielen. Alles andere geht nicht. Tolles Visier. Puh. Lief da gerade einer? Junge! Dein Ernst? Ausgezeichnet. Ein unscheinbarer Kandidat nimmt ein passendes Ende. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch eine Ersatzwaffe. Oh, habe ich ihn noch erwischt? Ich glaube, ich habe ihn noch das erwischt, war oder? Ein zu erwartendes Scheiße. Ergebnis. Ja, das war sein Der Teammitglied. Kandidat war besonders schwach. Ja, ich habe ihn noch getötet. Oh nein. Ah, ich hab. Es passiert mir immer wieder, wenn ich irgendwo in eine Kiste gucke, dann drücke ich B, also abbrechen, um da aus diesem Menü rauszukommen. Allerdings ist man ja gar nicht im Menü drinne. Man ist nicht im Menü drin, man muss nicht B drücken. Und dann lande ich in meinem Dings da, Pip-Boy. Und wenn ich in meinem Pip-Boy lande, dann kann ich natürlich nicht schießen. Ich habe ihn schon gehört. Ich hatte ihn schon gehört. Hätte ich nur eine Sekunde schneller reagiert, wäre vor mir tot gewesen. Ah. Oh, ich muss spawnen. Oh. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe YouTube-Kommentare angeguckt. Ich bin im Himmel. Oh. Keine Sau da. Und den Typen, den knall ich weg.
den Rap, falls ich eine Waffe finde. So. Ich bin schon richtig. Ich möchte dieses Mal etwas versuchen. Wenn wir schon mal so eine richtig gute Position haben, wo alle zu uns laufen müssen, möchte ich mich am besten mal an einer Stelle verstecken. Und einfach versuchen, wie es aussieht, wenn man einfach mal abwartet. Einfach mal, wenn man eine Gruppe sieht, wenn man eine Schwachstelle in der Gruppe sieht, einfach anzugreifen, klar. Aber wenn es nicht nötig ist, einfach drauf zu scheißen. Einfach zu sagen, ja nö, ich warte, bis die kämpfen und dann stoße ich dazu. Und deswegen gehe ich jetzt hier nach oben. Such mir geeignetes Versteck und dann verstecke ich mich da, bis einer kommt und dann knall ich den weg. Das ist doch der Plan der Pläne hier. So kann man gewinnen. Ich hatte ja schon fast einmal gewonnen. Ich war so kurz davor. Ah, das wäre mein erster Sieg gewesen. Und ich bin absolut kein Battle Royale Mensch, der irgendwie übermenschliche Sachen macht. Aber was ich ganz schön finden würde, ist, wenn sich die Map ein bisschen verschieben würde, ab und zu mal in anderen Bereichen spielen. Nicht immer im selben. Also irgendwie ein bisschen oll, dass man einfach sagt, okay, ich spawn jetzt an der Stelle, weil, hey, da gab's den meisten Loot. So, haben wir hier noch irgendwas? Da, Schrotpatrone. Und Plasmagranate. Oh ne, das ist das Radiumgewehr. Alles klar. Das würde jetzt mein Versteck sein. Ich warte jetzt hier. Und ich werde natürlich schneiden. Aber wenn jemand kommt, baller ich ihn weg. Das kann dauern. Oh, man kann mich hier durchsehen. Geh mich hier hin. Komm her, Mann! Okay, ich muss sagen, es ist schon gemein, aber es ist scheiße langweilig. Da ist noch jemand. Ein zu erwartendes Ergebnis. Komm schon! Nein! Ich hab zwei immerhin. Ja, gut. Einen habe ich fertig gemacht, der andere ist nur umgekippt, wurde aber dann geheilt. Aber es ist scheiße langweilig, Leute. Ich stand da 5 Minuten. Ich weiß nicht, wie Leute das geil finden, irgendwo rumzuhängen und zu warten, bis einer kommt. Ich kann das nicht. Ich muss mich bewegen. Naja, aber es war lustig. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's einfach mal für heute. Aber haben wir irgendwas bekommen? Weiß ich gar nicht. Wir gucken noch mal kurz nach, ob wir irgendwas bekommen haben. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie lange ich oder wie viel Material ich zusammen habe. Ich habe natürlich wieder ein paar Runden nicht genommen. Und ein paar Runden, wo ich ja einigermaßen gut war. Also, das Problem ist einfach nur, wenn man irgendwo spawnt und nichts findet, aber um dich herum Leute sind, die dann doch was gefunden haben. Dann läufst du da mit deinen Fäusten durch die Gegend und denkst dir, ja, Freiwild, Freiwild. Und die habe ich halt rausgenommen. Da gibt es eigentlich nichts zu sehen. Ja, ich bin gespannt, was da noch übrig bleibt. Ja, Skillpaket öffnen wir mal. Du erhältst eine Chance von 25% unverzüglich nachzuladen, wenn der... What? Was brauche ich dafür? Durch erfolgreiche Glück. Tests erhalten Sie höhere Zugangsrechte im Vault. Das ist gut, das ist richtig gut, weil die Sniper und so weiter muss man ja auch nachladen.
Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und falls ich auf jeden Fall zu wenig Zeit habe, werde ich dann noch eine Runde dranhängen.